Das Problem ist, man kann es nicht anders sagen, verdammt alt. Die Europäer beschließen am 7. Februar 1992 mit dem Vertrag von Maastricht die Einführung einer gemeinsamen Währung. Nur einer gemeinsamen Währung. Die Steuerpolitik, die Sozialpolitik, die Finanzpolitik bleiben getrennt, Sache der Nationalstaaten. Das fällt uns jetzt mal wieder auf die Füße. Deutschland ist, nachdem es anfangs etwas geholpert hat, mit dem Euro gut gefahren. Unsere Wirtschaft konnte jetzt prima in die EU exportieren, weil Staaten wie Italien nicht mehr ihre Währung abwerten konnten, um ihre Industrie zu schützen. Die deutsche Wirtschaft lief rund, zahlte Steuern und der Staat war relativ sparsam. Und so konnte sich Deutschland mit seinen Anleihen, seinen Bonds auf dem Kapitalmarkt ziemlich billig Geld leihen. Anders etwa Italien. Die Wirtschaft lief so lala, die Politik blieb unentschlossen, Reformen kamen selten durch. Man kam nicht runter von den Schulden. Ergebnis: Italien muss am Kapitalmarkt mehr Zinsen für seine Anleihen zahlen als Deutschland. Die Lösung meinen beispielsweise die Italiener, könnten gemeinsame Anleihen sein, Euro- oder Corona-Bonds, mit denen sich alle Europäer zusammen Geld auf dem Kapitalmarkt leihen. Dann müssten unter anderem die Italiener etwas weniger Zinsen zahlen, wir Deutschen etwas mehr. Das Problem: Wenn Italien seinen Anteil der Schulden nicht mehr bezahlen kann, muss auch Deutschland einspringen. Auf jeden Fall schneller wäre Italien und den anderen Südstaaten geholfen, wenn die verschiedenen Rettungsschirme und Fonds Geld leihen. Das Geld käme zwar immer noch von den anderen Euro-Staaten, die Haftung für diese Schulden bliebe aber beim einzelnen Empfängerland. Ob man aber eine gemeinsame Währung haben kann, ohne dass man Politik und Schulden gemeinsam macht, bleibt dann 28 Jahre nach Maastricht weiter die Frage.